Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Formel 1 Doku auf Netflix Drive to Survive geht nächstes Jahr in ihre zweite Staffel und alle Teams werden dabei sein. Für alle, die die Serie nicht kennen, Kamerateams zeigen einen Blick hinter den Kulissen der jeweiligen Teams. Verantwortlich sind James Gay Rees und Paul Martin. Einen Haken hat die Serie aber, in Staffel 1 gab es 10 Folgen, in Staffel 2 werden aber nur 9 gezeigt. Nachdem bestätigt wurde, dass Simone Resta wieder für Ferrari arbeiten wird, könnte es auch zu einem weiteren personellen Wechsel eines alten Bekannten kommen. Laut italienischen Spekulationen könnte Aldo Costa möglicherweise von Mercedes zurückkehren. Er war ab 1995 Teil von Ferrari und ging 2011 Richtung Mercedes, wo er den Posten als Chefingenieur besetzte. 2018 wurde bekannt, dass er diesen Posten niederlegt und als Berater für die Silberpfeile tätig sein wird. Grund war die Familie und er selbst. Es ist möglich, dass er dieses Wochenende sein Comeback zu Ferrari verkündet, denn mit Mattia Binotto verbindet ihn ein sehr gutes Verhältnis. Seit der Vertragsverlängerung in Melbourne stehen zwei Punkte zur Diskussion: Streckenänderung und Neuasphaltierung. Vor zwei Jahren wurde schon einmal überlegt, die Strecke zu verändern. Damals wollten die Streckenbetreiber die schnelle Passage in den Kurven 11 und 12 umgestalten, um mehr Überholmanöver zu schaffen. Die Fahrer sind der Meinung, dass eine neu asphaltierte Strecke nicht notwendig sei. Teil des neuen Vertrages ist natürlich die jeweilige Saisoneröffnung. Laut der spanischen Internetseite ADA sei Barcelona angeblich im Rennkalender 2020. Der Vertrag geht aber nur über ein Jahr. Sollte es so sein, wäre bei 21 Rennen im Kalender nur noch ein Platz frei, den aller Voraussicht nach Monza bekommen würde, denn dort stehen die Anzeichen auf Vertragsverlängerung bis 2024. Das würde heißen, dass Deutschland raus wäre. Wie ist eure Meinung zu einem möglichen Jahr ohne Deutschland Grand Prix? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab oder schreibt einen Kommentar. Kommen wir zu Mikes Meinung. Drive to Survive habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, muss ich wohl noch nachholen. Ferrari braucht meiner Meinung nach erfahrenes Personal und ich gehe mal davon aus, dass Aldo Costa ein wichtiger Mann sein wird. Der Apple Park Circuit braucht eine Sache sehr dringend: Überholmöglichkeiten. Von daher würde ich mich freuen, wenn es auf der Strecke mehr Überholmanöver geben wird. 2017 gab es nur 6 Überholmanöver, 2018 waren es nur 5 und dieses Jahr immerhin 14. Was Mexiko angeht, habe ich von einem Vertrag gehört, der angeblich auch für 2020 gelten würde. Kommen wir zum Community-Kommentar. Elias mit vielen Zahlen hat folgenden Kommentar unter meinem Zandvoort-Video geschrieben: Ich finde es schön, dass so viele Leute zum Zandvoort Grand Prix wollen. Nur ich glaube, dass das alles drumherum, in Klammern Bahn und Straßen, leiden werden. Die Gegend ist nicht für so viele Menschen auf einmal gemacht. Das wird, glaube ich, ein Höllenchaos geben. Es stimmt schon, dass Zandvoort mit seinen 17.000 Einwohnern relativ klein ist und ja, es wird auch ein mögliches Chaos werden, wenn 200.000 Formel 1-Verrückte nach Zandvoort kommen, egal ob Auto oder Zug. Mal sehen, ob die Stadt eine Lösung finden wird, aber ich sehe das auch eher skeptisch. Ich kann euch das Video vom Motorsportschuppen empfehlen, da er im Video alles anspricht, was mit dem Grand Prix in Zandvoort zu tun hat. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.